Seht euch diese hübsche Kreatur an. Es sieht niedlich und völlig harmlos aus. Aber du solltest wissen, dass der Schein trügt. Und der Blauringkrake ist eine extrem giftige Krakenart. Er ist sogar eines der giftigsten Meerestiere der Welt. Diese Kreaturen sind in Gezeitentümpeln und Korallenriffen zu finden. Trotz ihrer geringen Größe, nur 5 bis 8 cm, sind sie für Menschen sehr gefährlich, wenn sie provoziert werden. Ihr Gift enthält ein starkes Neurotoxin namens Tetrodotoxin. Wenn sich das Tier bedroht fühlt, ist sein erster Instinkt zu fliehen. Bleibt die Bedrohung jedoch bestehen, zum Beispiel, wenn sie nicht von der Idee ablassen, den Oktopus hochzuheben, nimmt er eine Verteidigungshaltung ein und zeigt seine blauen Ringe. Wird der Oktopus in die Enge getrieben und angefasst, kann er seinen Angreifer beißen. Und das kann sehr, sehr böse enden. Tetrodotoxin hat schwerwiegende Folgen und führt manchmal zu einer vollständigen Lähmung des Körpers. Das Opfer ist sich seiner Umgebung voll bewusst, kann sich aber nicht bewegen. Das Opfer bleibt bei Bewusstsein und wach, hat aber aufgrund der Lähmung keine Möglichkeit, um Hilfe zu rufen oder seine Notlage zu signalisieren. Interessanterweise sieht der Blauring-Oktopus in seinem Schreckzustand braun oder sogar blass aus. Sobald er sich jedoch bedroht fühlt, schaltet er sein psychedelisches Muster ein. Eine solche Reaktion wird als aposematisches Verhalten bezeichnet. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass ein Tier in leuchtenden Farben blinkt, um andere zu warnen, dass sie im Falle eines Bisses nicht überleben werden, um die Geschichte zu erzählen. Natürlich ist der Blauring-Oktopus nicht das einzige gefährliche Tier, das harmlos aussieht. Sehen Sie sich zum Beispiel diese Kreatur an. Dieses Tier sieht super süß aus, flauschig und weich. Der Wunsch, es zu berühren, ist unwiderstehlich. Aber Vorsicht, der Stachel der haarigen Raupe kann ganz schön heftig sein. Man nennt sie die Raupe der Eitermotte oder Raupe. In ihrem üppigen Fell sind Giftstacheln versteckt, die mit Stachelzellen wie Beiquallen ausgestattet sind. Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf das Raupengift. Manche entwickeln schwerere Reaktionen als andere. Und wie schlimm die Folgen sind, hängt auch von der Dicke der Haut an der betroffenen Stelle ab. In den meisten Fällen verschwinden die unangenehmen Empfindungen und der Ausschlag innerhalb weniger Stunden oder manchmal sogar Tage. Das nächste Tier auf unserer Liste ist der Pfeilgiftfrosch. Es gibt mehr als 170 Arten dieser Frösche. Und lustigerweise sind nicht alle von ihnen tatsächlich giftig. Diejenigen, die giftig sind, scheiden über ihre Haut extrem gefährliche Gifte aus. Das Gute daran ist, dass die Frösche diese Gifte niemals zum Jagen oder Angreifen verwenden. Sie haben sie nur zur Selbstverteidigung. Experten sind sich nicht sicher, aber sie vermuten, dass die Fähigkeit der Frösche, diese Gifte zu produzieren, von einer Ernährung herrührt, die reich an giftstoffhaltigen Tieren ist, zum Beispiel an Tausendfüßlern oder Ameisen. Indigene Völker in Mittel- und Südamerika sind dafür bekannt, dass sie ihre Pfeile und Pfeile an den Fröschen reiben, um ihnen eine vergiftete Spitze zu geben. Das Wichtigste ist, wenn Sie einen Pfeilgiftfrosch berühren, sollten Sie sofort Hilfe holen. Vor allem, wenn Sie auf den goldenen Pfeilgiftfrosch gestoßen sind. Er ist der giftigste Frosch. Der flamboyante Tintenfisch ist die einzige bekannte giftige Tintenfischart. Diese Kreatur verfügt über unglaublich giftiges Muskelgewebe, trotz ihrer winzigen Größe, höchstens 2 bis 3 cm. Halten Sie Ausschau nach einem dunkelbraunen Unterwassertier mit 2 Tentakeln und 8 Armen. Wahrscheinlich sind seine Arme auch lila und gelb gefärbt. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, in eine dieser faszinierenden Kreaturen zu beißen, dann sind Sie höchstwahrscheinlich in Sicherheit. Räuberisch Kegelschnecken sind sehr langsame Tiere. Das ist der Hauptgrund, warum sie keine Möglichkeit haben, ihre Beute mechanisch zu fangen. Sie können ein anderes Tier nicht wirklich packen oder beißen. Stattdessen hat die Kegelschnecke ein starkes Gift entwickelt, das ihr beim Überleben hilft. Das Interessanteste an diesen Lebewesen ist wahrscheinlich, dass es BI, den fast 1000 Arten, keine Überschneidungen bei den Giften gibt, die von den einzelnen Arten produziert werden. Obwohl Kegelschnecken keine Reißzähne haben, verfügen sie über eine mit Gift überzogene Harpune, mit der sie ihre Beute stechen. Am Ende des Giftkolbens befindet sich eine röhrenförmige Struktur. Und ein modifizierter Zahn kann mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 400 Meilen pro Stunde aus der Röhre schießen. Die Langsamkeit stört die Kegelschnecken also nicht wirklich. Und da das Gift nur bei bestimmten Arten vorkommt, können einige von ihnen einen leichten Stich verursachen, während andere ernsthafte Gesundheitsschäden hervorrufen können. Dieser kleine Riffbewohner zum Beispiel sticht seine Beute mit einem harpunenartigen Zahn. Und es gibt kein bekanntes Heilmittel für sein Gift. Wenn Sie denken an Kugelfisch denken, stellen Sie sich wahrscheinlich ein aufgeblähtes Wesen mit beeindruckenden 360 Grad langen Stacheln vor.
aber hinter diesen lustigen Stacheln verbirgt sich eine bösartige Kreatur. Und der gefährlichste Teil dieser Kreatur ist ihr Gift, das als eines der, wenn nicht sogar das, gefährlichste und stärkste der Welt gilt. Die gute Nachricht ist, dass sie nicht vergiftet werden, wenn sie den Fisch nicht essen. Bleiben Sie also besser beim kalifornischen Brötchen. Sehen Sie sich dieses Insekt an und versuchen Sie, sich ihm nicht zu nähern. Es ist die japanische Riesenhornisse. Diese monströs große Kreatur, die bis zu 5 cm lang werden kann, ist als äußerst aggressiv bekannt. Ihr beeindruckender Stachel enthält so viel Gift, dass der Stich sehr, und ich meine wirklich sehr, schmerzhaft ist. Manche Menschen überleben einen Stich dieses Insekts nicht. Das Gift ist zwar nicht das stärkste, aber aufgrund der Größe des Tieres ist die Dosis zu hoch. Und wenn sie nicht von einer, sondern von mehreren Hornissen angegriffen werden, nun, die Folgen könnten dramatisch sein. Die Riesenhornisse ist nicht unbedingt unfreundlich gegenüber Menschen oder anderen Tieren, aber sie wird stechen, wenn man sie provoziert. Dieses wahrhaft schöne, leuchtend blaue Geschöpf wird als der blaue Seedrache. Trotz des imposanten Namens ist das Tier winzig, meist nicht größer als eine Weintraube. Vielleicht findest du ihn am Strand oder schwimmt neben dir im Wasser. Aber denken Sie an eines. So hübsch diese kleine Schnecke auch aussehen mag, berühren Sie sie niemals. Trotz ihrer winzigen Größe kann ihr Stachel ganz schön heftig sein. Das liegt an ihrer Ernährung. Ihre Lieblingsspeise ist das portugiesische Kriegsmännchen, eine Qualle, deren Gift ausreicht, um kleine Fische und Krustentiere zu lähmen. Die blauen Drachen verwenden zunächst Schleim, um die berüchtigten Stachelzellen der Quallen zu neutralisieren. Dann stehlen sie diese Zellen aus den Tentakeln des Manowar und speichern und konzentrieren sie in ihrem eigenen Gewebe. Dann setzen sie diese Stachelzellen Ba'e-Kontakt frei, wodurch ihr eigener Stachel noch stärker wird, sogar schlimmer als der des Seekuhflossens selbst. Diese furchteinflößenden Kreaturen sind außerdem äußerst heimtückisch. Trotz ihres gelinde gesagt grellen Aussehens sind sie bekannte Meister der Tarnung. Die leuchtend blaue Färbung stammt nämlich von ihren Bäuchen. Und wenn sie auf dem Rücken schwimmen, verschmelzen sie einfach mit dem Wasser. Ihr Rücken ist grau, um die Tiere an der Meeresoberfläche zu tarnen. Die Irukandji-Qualle, die in Australien gefunden wurde, sieht winzig und völlig unschuldig aus. Aber der Schein trügt und dieses Baby von der Größe eines menschlichen Daumennagels ist tatsächlich extrem gefährlich. Während der Stinger-Season, die von November bis Mai dauert, werden zahlreiche Strände wegen dieser winzigen Kreaturen gesperrt. Was die Quallen besonders gefährlich macht, ist ihre winzige Größe. Die Menschen bemerken sie beim Schwimmen einfach nicht. Die berüchtigte Würfelqualle, benannt nach ihrer würfelförmigen Körperform, lebt im Indischen Ozean und im Pazifischen Ozean. Bleiben Sie weg, wenn Sie eine Kreatur mit einer viereckigen Glocke und langen baumelnden Tentakeln sehen. Und selbst wenn Sie nur einen einzelnen Tentakel sehen, ohne dass die Qualle daran hängt, sollten Sie sich ihm nicht nähern oder es berühren. Die Ohrenqualle kann bis zu 3 Meter lang werden und jeder ihrer Tentakel hat etwa 500.000 mikroskopisch kleine Harpunen, mit denen sie ihr Gift injiziert. Im Gegensatz zu anderen Quallen ist die Ohrenqualle eine Jägerin. Sie können sich an ihnen festhalten, indem sie ihre schlanken Tentakel um ihre Gliedmaßen oder ihren Körper wickeln. Angesichts der Gefährlichkeit ihres Giftes ist das keine angenehme Erfahrung.